Oh. C'est aussi un expériment pour moi. Je pense qu'on commence avec le film, avec M. Vignoc, qui vous a expliqué déjà un peu le déroulement. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation, de vous être déplacé à Berne. J'espère que cette demi-journée vous plaira et vous aura convenu. Merci donc d'avoir accepté de jouer ce jeu. On l'a dit, c'est une expérience aussi pour nous, c'est une première. Et donc vous connaissez le programme maintenant. Nous allons visionner ensemble la première de ces trois vidéos. Et puis vous aurez ensuite l'occasion de vous entretenir du contenu, de la forme, enfin de poser toutes vos questions à Madame la conseillère Feller. Voilà. Die Energieversorgung der Schweiz muss langfristig gesichert sein. Genau darum geht es bei der Energiestrategie 2050 des Bundesrates. Diese Strategie sieht den schrittweisen Aufstieg aus der Kernenergie vor. Heute decken die Kernkraftwerke 40% unseres Strombedarfs oder 10% unseres gesamten Energieverbrauchs. Werden diese Kraftwerke abgeschaltet, so muss dies kompensiert werden. Die Energiestrategie setzt dabei auf das Energiesparen. Aber wie soll das gehen? Nun nehmen wir zum Beispiel die Gebäude. Sie allein verschlingen fast die Hälfte der im ganzen Land verbrauchten Energie. Mehr als 1,5 Millionen Gebäude stehen in der Schweiz. 2/3 davon sind über 30 Jahre alt und schlecht isoliert. Dadurch verbrauchen sie 4 bis 7 Mal mehr Energie als Neubauten. Aber pro Jahr werden nur knapp 1% aller Gebäude renoviert. Du siehst, es gibt noch viel zu tun und vergessen wir nicht, gesparte Energie ist gespartes Geld. Unsere Gebäude brauchen dringend ein Verjüngungskur. Gute Gründe dafür gibt es genug. Und erst noch Belohnungen. Zum Beispiel Geld für das Renovieren von Häusern, wenn ein gewisser Energiestandard erreicht wird. Oder Anreize, alte Heizungen zu ersetzen, die viel Energie verschlingen und die Luft stark verschmutzen. Mit der Energiestrategie 2050 stehen für diese Aufgabe mehrere 100 Millionen Franken bereit. Ihren Wohlstand verdankt die Schweiz zu einem großen Teil der Industrie und der Dienstleistungen. Diese Wohlstandsquellen müssen wir für die Zukunft erhalten. Die Industrie und der Dienstleistungsbereich verbrauchen aber 2/3 der elektrischen Energie in unserem Land. Allein die Lichter an den Büros verschlingen manchmal fast die Hälfte des Stroms in einer Firma. Das Ziel lautet also, Strom sparen oder unsere Wirtschaft zu benachteiligen. Beispiel: Man kann Strom aus Abwärme erzeugen oder man kann freiwillig Stromsparziele vereinbaren. Indem die Firmen ihre technischen Anlagen optimieren, senken sie den Energieverbrauch. So sparen sie Kosten und werden wettbewerbsfähiger, weil sie günstiger produzieren. In der Schweiz leben immer mehr Menschen. Wir reisen immer öfter und immer weiter und wollen immer schneller am Ziel sein. Kurz gesagt, ohne Mobilität geht gar nichts. Allein auf den Verkehr entfällt mehr als 1/3 der gesamten verbrauchten Energie, hauptsächlich in Form von fossilen Energien wie Benzin, Erdgas oder Diesel. Hier muss etwas geschehen, meinst du nicht auch? Etwa indem man den Kauf sparsamerer Autos fördert und natürlich mit einer effizienteren Fahrweise. Auch die Züge können das. Ecotreib lautet das Motto. Und ja, auch bei der Beleuchtung gibt es ein großes Sparpotenzial. Und denken wir an all die Elektrogeräte, die uns den Alltag erleichtern. All diese Geräte verbrauchen zusammen so Mengen an Energie. Wir alle können mit einfachen Mitteln Energie sparen. Es sind kleine Dinge, die aber groß bewirken. Die 3 Millionen Kaffeemaschinen in unserem Land verbrauchen so viel Strom wie die Stadt Luzern in einem Jahr. Dabei werden 3/4 des Stroms für das ständige Aufheizen von Maschinen verwendet, die den ganzen Tag angeschaltet bleiben. Bei Energie Schweiz findest du Informationen darüber, wie du mit kleinen Veränderungen im Alltag bedeutende Mengen Energie sparen kannst. Sei es im Haushalt, in der Informatik, in der Kommunikation oder in der Unterhaltungselektronik. Auch die Geräte selbst müssen sparsamer werden und die Vorschriften müssen laufend an den technologischen Fortschritt angepasst werden. Energiesparen ist nicht schwer. Schont die Umwelt und unser Portemonnaie und stärkt die Wirtschaft. Die kommenden Generationen werden es uns danken. Voilà. On l'a présenté en allemand avec un sous-titrage en français, mais vous recevez tous après un exemplaire de la vidéo dans votre langue maternelle, naturellement, puisque la vidéo a été faite en français, en allemand et en italien.
J'ouvre la discussion. À qui puis-je donner la parole? Bonne première question. Magari rompo un po' io il ghiaccio. Merci. Allora, grazie per l'invito intanto, non da Neutard. La ringrazio per quello che sta facendo anche da parte dei, dei lettori del mio blog che le portano i saluti del Ticino. So che lei parla molto bene, il Ticino è molto vicina al Ticino. Ecco, gli argomenti sono tanti, abbiamo poco tempo. Due cose che mi stanno a cuore ai, ai lettori del blog che mi hanno segnalato sono che dobbiamo veramente cambiare le nostre, il nostro modo di vivere a partire dal il modo di abitare, abitazioni troppo grandi, troppo riscaldate, troppo rinfrescate d'estate e muoverci meno soprattutto, perché anche il movimento è un grande, una grande dispersione di energia. Quindi telelavoro mi consigliavano e poi molto di più puntare sul trasporto ferroviario, come fa vedere anche il video, molto carino il video tra l'altro. Ecco, e a proposito di questo, da parte dei miei lettori, di tutta la parte del Ticino che ho sentito, mi hanno detto di dirle che è stata mal consigliata riguardo al raddoppio di San Gottardo, di pensarci, perché non lo vogliamo un raddoppio. E vogliamo piuttosto che questi soldi vengano usati per investire appunto nel rinnovo degli edifici, nel trasporto pubblico, nel trasferimento delle merci su rotaie. Questo è quello che avevo da dirle sostanzialmente. Okay. Per il primo penso è difficile cambiare la qualità di vita. Abbiamo un paese libero, abbiamo un certo livello di qualità. Noi pensiamo che questo non sarà possibile perché ognuno decide sua maniera come vuole vivere, quanti gradi Celsius vuole avere nell'appartamento, ma vogliamo utilizzare la sensibilità per cambiare la tecnologia che se, l'altra volta se si vuole avere un nuovo apparecchio per la televisione, se si vuole comprare un smartphone, un apparecchio qualsiasi, qui si può contribuire, sì? Qui si può diminuire la consumazione senza che si perda qualità di vita e questa è nostra strada di essere più efficiente, consumare di meno ma senza perdere la qualità di vita o una scelta libera. Heute produzieren sehr große Firmen viel Energie in großen Kraftwerken. Wenn wir erneuerbare Energien einsetzen, werden das Mikroenergien sein, die vielleicht von den eigenen Konsumenten sogar noch produziert werden. Unser Netzwerk ist aber nicht so aufgebaut. Was unternehmen Sie? Ja, wir haben eine Netzstrategie, weil es ist richtig, die Produktion ist das eine und dann braucht es auch die Transportwege von den Produktionsstätten zum Konsumenten. Wenn jetzt viele, ich sage jetzt kleine Haushalte, ihr eigenes Kraftwerk haben, sei es für die Wärme, sei es für die Elektrizität, ist das grundsätzlich gut, weil der versorgt sich dann ein Stück weit ja selber. Wo wir die Netzwerke erneuern müssen, ist, wenn Produktionseinheiten sind, die darüber hinausgehen, also dass sie einspeisen können. Und deshalb haben wir eine Netzstrategie. Unser Stromnetz, die Übertragungsnetze sind sehr oft sowieso über 40 Jahre alt, die müssen sie erneuern. Und hier werden wir deshalb die Architektur des Netzes umstellen müssen, also Gleichstrom, Wechselstrom, dieser Wechsel ist ein Teil davon, die Umstellung auf Smart Technologies, wo das Netz steuert, wann zum Beispiel dann Ihre Waschmaschine oder wenn ein Industriebetrieb wirklich am Netz, ans Netz angeschlossen und wann er weggenommen wird, das kann man heute mit IT steuern, ohne dass Sie es merken an Ihrem eigenen Konsum. Aber hier braucht es auch natürlich Investitionen. Das meiste sind ohnehin Investitionen aufgrund des Alters des Netzes, aber das müssen wir auch planen auf allen Netzebenen bis hin zu jedem Haushalt. Aber wie lange geht so ein Prozess?
Also, wenn es nach uns ginge, würde es relativ schnell gehen, aber wir sind ein Rechtsstaat. Und das älteste Projekt sind wir jetzt beim 34. Jahr. Also das ist das Problem in der Schweiz, oder? Sie haben sehr lange Projektierungszeiten und dann kommt im eigentlichen Bauprojekt, kann jeder Nachbar noch Einsprache reden. Das macht uns am meisten Sorgen. Swissgrid, die das Höchstspannungsnetz hat, die hätten in den letzten 10 Jahren 1000 Kilometer erneuern müssen. Realisiert werden konnten 150 Kilometer. Also das ist eine echte Sorge, weil das hat natürlich zur Folge Stromunterbrüche. Dieses Risiko steigt und das ist dann extrem teuer. Und vor allem auch, wenn wir jetzt zum Beispiel den günstigen Windstrom aus Deutschland hinabtransportieren wollen, haben wir Kapazitätsprobleme. Und umgekehrt, Italien war immer ein Land, wo wir exportiert haben, das wird zum Teil jetzt umgekehrt. Und wenn die Schweiz es einfach dann nicht mehr schafft, auch das transportieren zu können, da haben wir immer ein Stabilitätsproblem im Netz. Und deshalb schlagen wir dort auch vor, dass man nur noch bei wichtigen rechtssetzenden Fragen ans Bundesgericht kann. Dann sparen wir so 3 Jahre im Schnitt für die Realisierung. Aber das macht uns fast am meisten Probleme, weil es ist schlecht planbar, oder? Und wir sind ein Rechtsstaat. Jeder soll sich ja wehren können, wenn er sich eingeschränkt fühlt. Aber diese langen Verfahren, das ist ein Megaproblem. Die Holländer haben hier krass einfach gesagt, wir machen nur noch die Planung, that's it. Es gibt keine Rechtsmittelverfahren mehr. Die sind jetzt bei 5 bis 6 Jahren. In der Schweiz nicht denkbar. Aber die Deutschen, die haben ähnliche Probleme und alle eben, wir lernen voneinander, was kann man zur Beschleunigung tun oder riskieren wir jetzt einfach ja, den ersten größeren Stromausfall wegen des Netzes und dann überlegen sich vielleicht gewisse Leute, ja, kann ich etwas beitragen? Ja? Là, on a vu que la campagne, elle s'adressait principalement aux jeunes de 15-25 ans. À quel endroit vous voyez les plus grands freins dans cette population, dans les jeunes 15-25 ans? Et puis est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera intégré dans les formations ou autres au niveau scolaire pour pallier à ça ou à ces freins ou ces problèmes éventuels? C'était vraiment aussi un peu l'idée de ces films. On a toujours dit « Ah, c'est tellement compliqué hein, !» Personne ne lit notre message, c'est, je pense, une trentaine de pages et c'est pas intéressant. Alors comment on peut vraiment attirer un peu les jeunes et alors le fils de mon secrétaire m'a toujours demandé des films sur YouTube et on a discuté au groupe et dit oui ça serait quand même il faudrait essayer peut-être que comme ça ils vont à la maison et cherchent ah oui j'ai aussi mon iPad je peux aussi contribuer. Et moi, je pense, pour nous, ce sera très intéressant de savoir si ça intéresse, premièrement, si aussi avec l'aide de vous, on peut quand même attirer l'attention sur ce sujet. Et peut-être là, on voit un effet. Parce que moi, je pense, on a beaucoup de jeunes qui sont sensibles à l'environnement, qui veulent la nouvelle politique énergétique, qui veulent plus de renouvelables, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on consomme. Soi-même, et ouais, c'est aussi pour nous intéressant. Si ça marche, je vais l'adapter sur d'autres sujets compliqués. Merci. Ja, wenn ich schaue, eben, das Video sehr gut macht, muss ich sagen, fällt, gratulieren. Okay. Kommt sicher auch gut an, denke ich mal. Ah, Hochdeutsch. Was ich festgestellt habe, ich lebe seit ein paar Monaten auch in Deutschland und es ist interessant, dass wir Schweizer also den Hang haben, wir stellen anfangs Winter die Heizung an und Ende Winter die Heizung aus. In Deutschland, wenn man die Wohnung verlässt, dann wird die Heizung abgesenkt. Das war für mich am Anfang noch speziell, wenn man zurückkommt, wird die Heizung wieder gestartet. Und ich verfolge selber auf dem Blog seit Jahren eigentlich vor allem diese Geräte, auch um zu visualisieren, was man eben braucht. Ist da auch was geplant, irgendwelche Gadgets, damit die Leute eben auch wahrnehmen, was ist eigentlich der Stromverbrauch, wo kann ich sparen? Ich denke, das ist ein Punkt, der mich jetzt interessiert. Ja, das wäre eben eigentlich das Metering. Genau, also auf offizieller Ebene. Ja, genau.
Ja, es ist relativ schwierig, wenn wir das vorschreiben würden. Jeder Haushalt müsste so ein Metering einführen, weil dann bezahlen wir es auch mit unserem Budget. und wir meinen, eigentlich muss das bei den EVUs, also bei den Elektrizitätsunternehmen, müsste das Standard sein. Früher hatten wir ja auch vielleicht drin, sich an ihre Kinder, da hat es noch keine Messgeräte, sondern, und auch bei vielen Mietwohnungen wurde das einfach dann 8 Wohnungen, jeder bezahlt einen Achtel, bis man dann die verbrauchsabhängige Methodik entwickelt hat. Und das wäre jetzt nochmals ein Fortschritt. Es gibt Argon, ist die erste Schweizer Gemeinde, die flächendeckend das Metering jetzt eingeführt hat. Es gibt den Coupé in Fribourg, die haben auch in einer Pilotphase das zur Verfügung gestellt und stellen schon fest, bei den kleinen Haushalten nützt das noch nicht sehr viel, weil wenn sie dann 4 Franken pro Monat sparen, interessiert das viele nicht. Oder bei im Industrie-, Gewerbebereich, dort macht es was aus. Und denke, die Technophilen, oder wenn sie auf dem Handy schauen können, ah, weshalb habe ich jetzt hier 2 Pik, dann ist es spannend, dann geht man hin. Also wir versprechen uns auch einiges davon, aber das Problem ist eben das Rolling Out. Wer bezahlt schlussendlich die Kosten? Weil im Moment sind für diese Mieters zahlen sie, ich glaube, etwa 150 Franken pro Gerät, oder? Ja. Das ist dann sich ein Betrag, wo wir finden, dass es, ja, sollte ein EW eigentlich vermögen. Oder? Gut, so bei vielen Gadgets dann auch die Frage, im Prinzip, wenn man den Spareffekt eben anschaut, dass man eigentlich über die Lebenszeit von dem Messgerät gar nicht den Preis wieder rausholen kann. Ja. Also im Moment teilweise, wenn man das privat macht. Ja. Aber die Sensibilität ist da. Auch ja, ja. Danke. Faccio io in italiano, posso? Sì. Dunque, penso che la strategia 2050 sicuramente è un progetto molto progressista, qualcosa di eccezionale che può produrre un cambiamento epocale. Pensando ai giovani, io sono un insegnante, parlando con loro, però lo vedono come, soprattutto come un grande sacrificio. Cioè, pensano che nel 2050 alla fine loro saranno più sfortunati rispetto ai loro genitori. Viceversa, dovrebbe essere il contrario. Come si può riuscire a far passare un messaggio positivo? Cioè il fatto che si sta andando verso qualcosa che in definitiva è meglio rispetto a quello che è oggi. Poi questo è veramente importante, che si può cambiare un po' la percezione. Oh? Io direi con concreti esempi come stand-by, questo ognuno capisce che è un elemento importante che si consuma di meno, ma non ha un'influenza che si deve dire io ho una vita che con barriere non posso fare tutto che voglio. Questo per me è sempre veramente utilizzare le nuove tecnologie che sono un po' qui perché penso che noi non vogliamo veramente essere come un po', come si può dire, un po' aschetico. Questo nessuno vuole, eh? Tutti vogliono avere tutte le libertà, consumare tutto che è sul mercato. Allora questo per me è veramente informazione e concreti esempi dove la tecnologia serve di consumare di meno. Se posso dire, cioè, il fatto di uscire dal nucleare dà già una grande sicurezza perché togliamo un bel pericolo. E più vogliamo ridurre CO2, giusto un obiettivo del Consiglio Federale, ridurre CO2, quindi il problema dell'inquinamento ambientale. Quindi andiamo verso un ambiente più sano, più salubre, giusto? Mm-hmm. E qui vedo sempre che si parla di elettricità, noi parliamo di energia. E se voi parlate di CO2, è veramente nella politica energetica, allora vuol dire il trasporto e il riscaldamento delle costruzioni. Qui si può diminuire la consumazione leggermente, diminuire il CO2. Sull'elettricità non c'è una possibilità, perché l'idroelettrica e il nucleare non hanno un effetto negativo di CO2. Allora, questo è per noi importante, che si fa la differenza fra energia e elettricità. Okay. Ich habe noch eine Frage zur Versorgungssicherheit.
Sie sprachen vorhin von möglichen Stromausfällen in einem anderen Zusammenhang. Ich denke, Atomstrom war insofern bequem, weil er auch einen großen Teil von Versorgungsspitzen, beispielsweise im Winter, decken konnte. Ja. Gerade wenn dieser wegfällt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, solche Spitzen zu decken, weil gerade die viele der alternativen Energien wie Sonne etc. ja auch im Winter auch eher wegfallen. Ja. Gibt es da Pläne oder Ideen dazu? Ja, ich denke, es ist ja mal wichtig, wir machen nicht ein fixes Abschaltdatum der Nuklearenergie. Also sie sollen am Netz bleiben, solange sie sicher sind. Und wir gehen davon aus, wir rechnen ja mal, das dürfte so um 50 Jahre herumliegen. Und dann haben wir so in 10 Jahren die ersten drei. Und dann wieder etwa nach 8 Jahren das nächste und das letzte dann Mitte der 20, 30er Jahre. Also wir können das planen, wie wir die Erneuerbaren aufbauen müssen. Das ist mal das eine. Das zweite, sie haben heute in Europa eine Überproduktion. Wir haben in der Vergangenheit lange von Stromlücken gesprochen und jetzt ja, existieren die plötzlich nicht mehr, weil wir Überkapazitäten haben. Und die bestehen natürlich aber auch vor allem bis zum Winter, also die Sensibilität im Winter, die bleibt. Das ist die größte Herausforderung. Und dort deshalb im Gebäudebereich, oder wir brauchen relativ viel Strom für Gebäudewärme, das ist Unsinn, weil wir haben immer noch etwa 800.000 Elektroheizungen und dort gibt es wirklich andere Technologien, nicht für jedermann zwingend, aber das wird uns helfen. Ja. Und das Letzte, wir investieren relativ viel in die Forschung, weil die Speicherung, wie schaffen wir es, diese Übermengen vom Sommer in den Winter zu kriegen? Hier gibt es ja einerseits die Pumpspeicherung, ist aber teuer, im Moment auch kein Geschäftsmodell. Die Batterien, Wasser und andere Medien, hier glaube ich, wird uns die Technologie, die Forschung schon bis in 7-10 Jahren Resultate liefern. Deshalb bin ich eben sehr froh um diese Zeit, die man hat, dass die Forschung hier uns Resultate liefert nach Hause. Und deshalb sind auch zu Hause diese kleinen Produktionsanlagen oder mit WKK, wo sie auch für ihre Wärme besorgen, das ist gar nicht so schlecht unter diesem Aspekt. Okay. Nur eine kurze Nachfrage zu den Überkapazitäten in Europa. Ich nehme an, dass die Überkapazitäten bestehen aus Atomstrom. Nuklearstrom ist ja eigentlich die Franzosen, die große Menge, die ist ja stabil. Aber was wirklich zugebaut wird, ist wirklich Wind in Deutschland und Solar. Ja. Und das hat natürlich eben massiv gefördert, marktverzerrend, aber es ist da. Also an sich können wir jetzt davon profitieren, wenn wir es problemlos importieren können. Aber die haben so schnell so viel aufgebaut, das steht natürlich zur Verfügung. Und weil Strom ja physisch einfach fließt, ist das im Netz und davon profitieren wir natürlich. Und ich glaube, das wird schon anhalten in Europa, sehen wir nicht, dass es jetzt plötzlich wieder in eine Verknappung geht. Ich hätte noch eine Frage. Also, Sie machen viel, aber vielleicht ist es für die Katz. Weil es gibt Leute, die sagen, es gibt einen Aufstieg aus dem Aufstieg. Was sagen Sie denn noch? Die nehmen immer ab, zahlenmäßig, sind ein bisschen leiser, aber sie kommen schon wieder aus den Löchern hervor. Nein, ich glaube, der Bundesrat hat ja immer gesagt, wir sagen nie never, weil sie wissen nicht, was in 30 Jahren auch in der Nuklearforschung passiert. Und wenn etwas dort plötzlich sich entwickeln würde, das sicherer ist, keine Risiken mehr hat, in der Abfallentsorgung eine Lösung und dann noch volkswirtschaftlich spannend, dann muss man das immer wieder anschauen und prüfen. Oder? Wie auch im Moment ist ja in der Schweiz Gas nicht wahnsinnig populär, oder? Wenn ich bei den Dänen bin und bei den Norwegen, also eigentlich umweltfreundlich eingestellte Leute, die verstehen das nicht. Die haben einen anderen Zugang und ich glaube deshalb, man fährt immer gut, wenn man sich nicht auf eine Technologie abstützt, sondern möglichst breit aufgestellt ist und offen ist, was die Welt von morgen uns wieder offeriert. Von 10 Jahren wusste noch niemand, dass sie heute so mit Tablets ihre Arbeit umsetzen können. Und deshalb glaube ich, ist das doch in der Energie genau dasselbe.
Und Skeptiker gibt es ja immer und die müssen einfach schauen, dass die kleine Masse sind, die man hören darf, aber sie dürfen nicht Oberhand gewinnen. Weil ein Land nur immer von Bedenken getrieben ist, dann hat sie keine Zukunft. Existe-t-il en Suisse un projet innovant qui pourrait motiver les jeunes d'aujourd'hui à entrer dans cette problématique? Par exemple, un train Hyperloop à sustentation magnétique. Je me dis, parfois, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est un peu rébarbatif. Alors, est-ce qu'il existe en Suisse un projet qu'on pourrait dire aux jeunes, ben voilà, ça, foncez là-dedans, lancez-vous et c'est novateur? Oui, on dit les projets de leuchtturme, de pylônes ou comment on dit? Oui, c'est les projets pilotes qui font office d'exemplarité, en fait, de fonction exemplaire. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord avec vous, les jeunes, il faut quelque chose de visionnaire, quelque chose qui n'est pas déjà ordinaire sur le marché. Hein. Et là, on a par exemple un projet avec la EMPA sur les matériaux de demain. Alors, vous avez ils veulent construire cet bâtiment avec des matériaux qu'on ne connaît pas encore, qui ne sont pas sur le marché, parce que le domaine de la construction en Suisse est assez innovant, mais on pourrait faire de plus. Hein. Ça, c'est par exemple un projet où on a, avec Micro, lancé à Pâques un projet aussi qui va dans ce domaine. Pour le refroidissement de nos biens, on a aussi des grands bâtiments. Et là, si vous pouvez aussi là travailler avec la IT, d'adapter les degrés de ce refroidissement, utiliser aussi là le solaire en combinaison, ça serait absolument intéressant. On a au IPFL, comment on pourrait produire du pétrole avec le biocarburant. Alors je pense, la Suisse, on a beaucoup de projets qui me semblent très intéressants, mais c'est toujours naturellement pour les experts. Hein. C'est ça un peu. Et je pense, la maison sur le Monte Rosa, je pense qu'on a aussi des sujets qu'on peut regarder. Où, à Spreitenbach, on a l'arène pour l'environnement, où vous pouvez visiter avec les écoles, aussi de la nourriture jusqu'à la mobilité. On a le train des CFF. Oui, je pense, parce qu'on est reconnaissant, il faut aussi créer un peu l'ambiance et la visibilité de ce qui pourrait être possible, si on veut et si on s'implique. Si on veut investir. Voilà. Ouais. Je pense que c'est déjà sur Internet, cette liste des projets pilotes. Pousser ces projets. Mm-hmm. Autre question pour les 3 minutes à disposition. Tout est clair. J'ai une question. Comment c'était possible je réfléchis à Deutsch. Wie war es möglich, in Japan 50 Kraftwerke, die 30% des Stroms ausgemacht haben, auszuschalten? In Deutschland waren es, glaube ich, 6. Und das hatte immer noch Strom. Gut, Japan hatte schon ein mega Problem. Die haben dann sofort Liquid Natural Gas von Australien importiert. Ja. Also sie mussten einfach sehr schnell umschauen, aber es ist erstaunlich trotzdem. Oder? Die Industrie war natürlich gleichzeitig noch in einer wirtschaftlich schwachen Lage und hat weniger gebraucht. Aber wir haben zum Beispiel angeschaut, das wäre für uns eben auch noch so etwas, die haben zum Beispiel in Tokio am Radio jeden Tag so etwas wie das Strombarometer verkündet. Also den Leuten gesagt, wir sind nicht auf Kurs, wir haben nur so viel zur Verfügung, ihr müsst noch was tun. Und die Japaner mit ihrer Mentalität setzen das natürlich um. Die haben in der Kürze 20% weniger konsumiert. Also es zeigt ja auch ein bisschen, in der Not wird man ja sowieso erfinderisch, oder? Aber auch wahrscheinlich hier das Bewusstsein und eine gewisse Verknappung
helfen natürlich, aber ich wünsche das der Schweiz trotzdem nicht. Oder? Aber ich denke schon, es gibt Alternativen, aber wir wollen ja, dass das wirtschaftsverträglich geht. Oder? Wir wollen nicht Schocks kreieren, weder auf der Preisseite noch eben, dass jetzt abends ihre Wohnung immer kalt ist oder die Kaffeemaschine nur noch zwischen 9 und 10 Uhr läuft. Das sind ja kaum Alternativen. Aber zum Beispiel, oder all ihre, das hatten wir schon vor anderthalb Jahren in Davos, hat die IT-Wirtschaft, der Energiewirtschaft gesagt, ihr seid ja völlig veraltet. Und in Smartphones haben sie relativ schnell schon einen Chip eingeschaltet, dass der Standby-Verbrauch vernachlässigbar ist. Das hat es bis heute in keinem PC, in keinem TV-Gerät, in keinem Radiogerät. Bräuchte nur einen Chip, kostet 40 Rappen. Und dann haben sie uns gesagt, ja, die Politik muss regulieren, sonst macht das niemand, weil für uns ist das nicht wichtig. Und eben, also einfach um zu zeigen, es ist manchmal technisch einfach möglich, aber bis sie das durchsetzen können, oder wer macht jetzt hier den ersten Schritt? Wir haben dann mal mit SGS versucht, kann die Schweiz einen Standard setzen? Und dann haben die natürlich gelacht und gesagt, ja, wir sind viel zu klein und wir haben keine Fernsehindustrie oder einen Produzenten, sie bräuchten eine große Firma. Dann bin ich über Microsoft und die haben das auch spannend gefunden, aber passiert ist nichts. Außer immer wieder Diskussionen, oder dass das eigentlich Sinn machte. Also der Weg ist noch lang und es gibt viele Ideen. Wir warten auf gute Ideen und es sind ja immer auch Geschäftsfelder, oder? Wer als erster die Speicherung löst, der ist ziemlich reich. Also vielleicht noch schnell, Elektromobilität ist für mich auch ein Thema. Was macht da der Bundesrat oder machen wir da irgendwas, um das zu fördern auch? Also ich denke, wir haben heute ein Who-Night-Problem, dass wir keine Tankstellen haben. Ja, also ich denke, die Tankstellen sind sich am Aufbauen und so, aber der Preis für ein E-Mobil ist einfach immer noch sehr groß, oder? Und die meisten, die ein neues Auto kaufen wollen, wenn sie dann den Vergleich machen, dann haben sie erst wahrscheinlich beim Erdgasauto und dann beim Diesel und dann kommt die E-Mobilität, wenn man alles anschaut. Aber dass man es fördert, also ich habe letztens einen Vortrag, wo ich gesehen habe, der Ampera ist in Deutschland ca. 800 Mal verkauft worden und in Holland ca. 2.500 Mal, also wenn man die zwei Länder anschaut, eigentlich ein extremer Gap auch, aber weil in Holland ja auch eine Förderung ist, ist das kein Thema. Aber die Holländer sind klein und flach, oder? Ja, gut, das ist natürlich. Ja, okay. Also wir haben ja insofern eine Förderung indirekt, oder? Sie bezahlen keine Mineralölsteuer. Zuschlag auch nicht, oder? Also sie können eigentlich das Nationalstraßennetz gratis, außer die Vignette, die hoffentlich dann 100 Franken kostet. Das ist eigentlich das Einzige, was sie bezahlen. Wir werden das weiterführen, aber irgendwann mal müssen wir dort wahrscheinlich ab 2020 dann auch einen Beitrag verlangen. Das ist indirekte staatliche Unterstützung. Und das Astra macht auch ein Konzept mit der Branche, oder? Die Branche sagt einfach, ja, muss ich jetzt, oder ich habe schon Blei, frei 95, 98, Diesel, eben das Bio, also weiß auch nicht, unsere Tankstellen haben wahrscheinlich bis in 8 Jahren 10 Säulen, oder? Ja, das ist gut. Wenn man Tankstellen verkauft. Ja, also da finden wir einfach, das ist Sache der Privatwirtschaft, das aufzubauen. Ich finde eben interessant, dass jetzt Tesla eigentlich halt dieses Infrastrukturproblem selber löst, also eigentlich vorausgeht und sagt, dann bauen halt wir die Tankstellen. Das finde ich noch als die Versorgung eigentlich. Migros auch, weil sie selber so Autos im Angebot haben, deshalb finde ich auch, also muss nicht immer der Staat subventionieren. Gut, zum Thema Subventionen gibt es noch ein Problem. Also wenn man ja jetzt die Verbraucher, die selber auch noch einspeisen, subventioniert, dann heißt das eigentlich, man subventioniert einzelne Personen. Und das empfinden jetzt gewisse Leute nicht als gerecht. Wir subventionieren eigentlich nicht. Heute werden sie bestraft. Wenn sie selber produzieren, müssen sie es einspeisen zu 100% und das lokale EWE verkauft ihnen den Strom wieder, aber natürlich zum Marktpreis.
Also das ist eigentlich heute eine Bestrafung, oder? Und wir werden das System ändern, dass wenn sie selber Strom produzieren, wird zuerst das, was sie selber verbrauchen für sich, wird abgezogen. Das ist quasi dann ihre Selbstkosten, die anfallen, und den Rest speisen sie ein. Also es ist keine Subvention, sondern eine Behebung der Benachteiligung. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et tous. Oui, merci. Merci. Pour moi, c'est vraiment intéressant maintenant comment.